Vor 30 Jahren, verehrte Zuschauer, war der deutsche Spielfilm Die Fischerin vom Bodensee, den wir Ihnen jetzt zeigen, der erfolgreichste Heimatfilm der Kinosaison, ein Kassenschlager also. Die damals von der Kamera eingefangene Landschaft um den Bodensee hat nichts von ihrem Reiz verloren, eher aus der Rückschau von heute dazugewonnen. Darin eingebettet ist die gefühl- und geheimnisvolle Geschichte von der schönen, elternlosen Fischerin, die gegen das preisgünstigere Angebot des reichen Fischzüchters kaum konkurrieren kann.